Verliere kein Geld. Das ist die erste Regel des legendären Investoren-Altmeisters Warren Buffett. Und dann ist es auf einmal soweit. Manche ehemalige Überfliegeraktien sind eh schon 50, 60, 70% im Keller. Und es setzt so ein richtiger schöner Bärenmarkt ein. Und gefühlt gehen fast alle Aktien einfach tiefer und tiefer und tiefer. Und du weißt, wenn eine Position 50% im Minus ist, dann muss sie auch erstmal 100% machen, um das wieder einzuholen. Und dann dämmert es dir. Ich sollte doch kein Geld verlieren, aber wie kann ich in so einem Umfeld kein Geld verlieren? Wollen wir mal schauen? Let's go! Wall Street, Wall Street, Bouncy! Bouncy! Wall Street, Bouncy! Wall Street, Bouncy! Erstmal Entwarnung. Auch Warren Buffett hat in seiner langen Karriere schon Jahre gehabt, in denen er negative Rendite zu verbuchen hatte. Kann man sehr schön und transparent gleich am Anfang eines jeden Berkshire Hathaway Jahresberichts sehen. Hier zum Beispiel 1974, 85, 90 oder 1999 und natürlich 2008 und so weiter. Nichtsdestotrotz hat er von 1965 bis heute durchschnittlich eine Rendite von 20,1% erzielt, während der S&P 500 in der gleichen Zeit durchschnittlich 10,5% gemacht hat. Der komplette Wertzuwachs beim S&P beträgt somit 30.209% amtlich. Der von Buffett in der gleichen Zeit 3.641.613%. Das ist der verwautste 10% Unterschied auf 58 Jahre gerechnet. Und wie gesagt, das obwohl dort auch Jahre mit fetten Minusrenditen dabei waren. Minus 19,9% in 1999, während der S&P 21% gemacht hat. Und sich die Dotcom-Blase aufblähte, nur um danach einfach noch stärker wieder herauszukommen, also Buffett. Und besonders in Jahren wie diesen hieß es dann immer, Buffett ist alt, er hat keine Ahnung mehr und so weiter und so fort. Doch die Vergangenheit mit allen Aufs und Abs beweist das Gegenteil und deshalb ist es wirklich für jeden Investoren wichtig zuzuhören, wenn Buffett etwas sagt. Und darum habe ich hier einmal 4 Punkte Warren Buffetts zusammengefasst, die helfen, kein Geld zu verlieren, beziehungsweise vielmehr dabei helfen, damit umgehen zu können, Geld zu verlieren, um nur noch gestärkter und vor allem reicher aus der Situation hervorzugehen. Erstens, du kaufst das Unternehmen. Warren Buffett kannte schon als Kind die Aktienticker im Dow Jones auswendig und hat in Chartmustern nach Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten gesucht. Erst Benjamin Graham hat ihm die Augen geöffnet und aufgezeigt, dass es um Charts und Kurse gar nicht geht, sondern um das Unternehmen hinter dem Aktiensymbol. Als Aktionär bist du Anteilseigner an dem Unternehmen und genauso musst du es auch betrachten, so als ob du da jeden Morgen den Laden aufschließt. Ich kann es nicht genug betonen, du musst dich mit dem Unternehmen identifizieren und wissen, was es macht und wo es tätig ist. Denn wenn du weißt, wie das Unternehmen Geld verdient, weißt du auch, wie es Geld verliert. Und das hilft ungemein dabei, all das Unnötige drumherum, den sogenannten Lärm aus Panikmache und Berichterstattung, um die Schlechtigkeiten der ganzen Welt auszublenden. Diese kommen nämlich in Form des nächsten Punktes. Zweitens, Mr. Market. Das Konzept des Mr. Markets hat ebenfalls Benjamin Graham eingeführt und wird in einem der wichtigsten Kapitel seines Buches The Intelligent Investor behandelt. Ein Kapitel, das laut Buffett jeder Investor immer wieder lesen sollte, sobald der Markt entweder besonders gut oder ausgesprochen schlecht läuft. Denn ein Großteil aller reagiert komplett falsch auf Aktienkurse. Man freut sich, wenn die steigen und ist traurig, wenn sie fallen. Mr. Market ist der Markt zusammengefasst als fiktive Person. Es ist dein Partner beim Investieren. Er kommt jeden Tag zu dir und bietet dir an, deine Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Das macht niemand im normalen Geschäftsleben. Angenommen, du und ich, wir haben zusammen einen Burgerladen und ich komme jeden Tag zu dir rein und biete dir an, meine Anteile zu Preis XY zu kaufen oder dass du mir deine Anteile zum jeweiligen Preis verkaufen kannst. Das würde dich nicht nur wahnsinnig machen, sondern dich auch in eine ungünstige Situation bringen. Nun hast du am Markt das Glück, dass Mr. Market ein manisch-depressiver Alkoholiker ist. Er läuft den ganzen Tag rum, guckt sich die verrücktesten Sachen an und denkt sich die wildesten Szenarien aus. Er bietet dir alle möglichen Preise an. Und du musst nichts tun, nur da sitzen und warten. Warten auf eine Gelegenheit, die kommt vielleicht einmal im Jahr, vielleicht alle 5 Jahre. Dann
kommt der Zeitpunkt, an dem Mr. Market besonders besoffen oder depressiv ist oder beides. Er kommt rein und bietet dir die Anteile zu einem lächerlichen Preis an. Du musst auch kein schlechtes Gewissen haben. Er kommt hier rein und nennt dir den Preis. Du hast nicht danach gefragt. Du musst nur zugreifen und die Chance nutzen. Und das geht natürlich nur, wenn du den ersten Punkt befolgst. Du merkst schon, alle Punkte gehen Hand in Hand. Also schau dir das Video unbedingt noch bis zum Ende an. Drittens, nicht verkaufen. Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Wichtig ist, dass du dich nicht von der depressiven Stimmung des Mr. Markets mitreißen lässt. Aber wenn du weißt, wie es in deinem Unternehmen läuft und du eine langfristige Vision hast, dann behältst du diese im Fokus und bekommst keine zittrigen Knie und schwitzigen Hände, sondern nutzt die Gelegenheit, um zu kaufen. Ja, das musste hier an der Stelle einfach mal wieder sein, der kleine Ausschnitt aus meinem Song Kaufen. Und da will ich natürlich auch noch unbedingt anmerken, dass ziemlich genau in einer Woche meine neue Single WKN rauskommt. Also ich hoffe, du hast Bock, bin schon saugespannt, wie dir der Song gefällt. Am 15.07. gibt's ihn überall auf die Ohren. Da beim jüngsten Tech-Aktien-Crash auch gerne Parallelen zur Dotcom-Blase gezogen werden, kann man auch hier gerne mal wieder den Jahresbericht konsultieren und hier einmal schauen, wie es sich zu der Zeit bei Buffett verhalten hat. Hier im 1999 Berkshire macht minus 19,9% und der S&P 21% plus. Buffett ist der letzte Idiot, der nicht verstehen kann, wie man exorbitante Preise für Unternehmen bezahlt, die gelbe Seiten einscannen und ins Internet bringen. Die nächsten 3 Jahre hat sich dann das Blatt massiv gewendet und selbst 2002, als der S&P minus 22,1% macht, halten sich die miesen Renditen von Berkshire mit minus 3,8% in Grenzen. Deshalb, viertens, Finger weg vom Hype. Ein Hype in den letzten Jahren war ja auch der IPO-Wahn oder per Speck wurde alles, was nicht nied- und nagelfest ist, an die Börse gebracht. Zu großen Teilen mit mittlerweile desaströsen Renditen für die Anleger. Auf jeden Fall für die, die sich von dem wahnwitzigen Hype haben mitreißen lassen. Warren Buffett hat nun seit über 30 Jahren kein IPO mehr gekauft, denn die Chance ist ziemlich gering, dass jemand ein Unternehmen an die Börse bringt, um es genau zu dem Zeitpunkt besonders günstig zu verkaufen. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen an die Börse gebracht wird und eine Menge Tamtam und Wirbel um das Unternehmen betrieben wird und da Leute auch noch fette Gebühren kassieren, damit es überhaupt an die Börse geht, dann kann es eigentlich unmöglich die attraktivste Kaufgelegenheit unter all den tausenden anderen Unternehmen da draußen sein. Aber die Leute werden dann halt so aufgeregt und so, was alles in der Zukunft noch möglich ist. Aber das ist ein Knackpunkt. Wie wahrscheinlich ist es, dass du ein Schnäppchen machst, wenn so viel Trubel und Promo und Hype um eine Aktie laufen und sich die Käufer regelrecht überbieten? Es gibt aber tausende andere Aktien, bei denen du suchen kannst. Denn der Gewinn liegt ja im Einkauf. Deshalb zahle nicht zu viel, um kein Geld zu verlieren. So, jetzt stell dir schon mal den Wecker auf nächste Woche, denn dann kommt der neue Song WKN. Und um dir die Zeit zu vertreiben, löst doch mal meine Aktienrätsel aus meinem letzten Video, das ich gemacht habe. Hab mir extra viel Mühe gegeben und bin gespannt, ob du die Rätsel lösen kannst. Das war's von mir, deine Wall Street Wautzi, aka The Wouts of Wall Street, aka Wouts Haldinho. Peace out!